wo ich vorher 60 bis 80 Stunden die Woche gearbeitet habe und mich im Hamsterrad gedreht habe, habe ich doch jetzt mehr Zeit für private Dinge gewonnen. Einerseits natürlich mit der Familie und andererseits für mein Hobby Fußball oder auch Motorrad-Oldtimer aufbauen. Und da genieße ich natürlich jetzt die Zeit und bin froh, A&M mit dem Coaching kennengelernt zu haben. Mein Name ist Thorsten Dragon, bin der Geschäftsführer und Inhaber der Kaminbau GmbH. Wir beschäftigen uns mit Kamin- und Schornsteinbau. Wir haben drei Ausstellungen, einmal den Standort als Hauptstandort hier in Halle, in Dessau, das ist etwas nördlich in Sachsen-Anhalt, und dann auch noch im Harz in Blankenburg. Ich bin selbst aus der Branche des Handwerks gekommen und habe dann mit meinen Eltern nach der Wende gleich überlegt, ob wir uns selbstständig machen wollen. Und da ist uns der Schornsteinbau ins Auge gefallen, der damals doch sehr wenig am Markt vorzufinden war. Und das war eine gute Marktlücke. Da sind wir dann als Familienbetrieb eingestiegen, haben dann kurze Zeit später die Produktlinie der Firma Haag mit reingenommen, eine Kaminausstellung aufgebaut und so sind wir Schritt für Schritt gewachsen. Am Handwerk fasziniert mich die tägliche Arbeit, die Arbeit mit meinen Leuten, mit den Monteuren, mit den Kunden. Begeisterung für was Neues zu schaffen, was Neues zu planen und dann am Ende auch zu sehen, was daraus geworden ist, was einem dann doch schon ein bisschen stolz macht, wenn die Kunden nachher auch letztendlich zufrieden sind. Ja, meine Herausforderungen waren, bevor ich zur A&M gekommen bin, die internen Probleme der Strukturen und Arbeitsabläufe, Verkäufer angefangen bis nachher zum Montieren, dass dort die Arbeitsabläufe nicht so waren, wie sie sein sollten, um einfach optimal arbeiten zu können, damit am Ende des Tages der Kunde auch glücklich ist. Hier gab es dann halt auch viel interne Reibereien, wo wir zwischen den Monteuren und den Verkäufern Probleme hatten. Und das galt es halt abzustellen und Lösungswege zu finden. Die Organisation intern hat so ausgesehen, dass wir oder ich hauptsächlich alles auf den Tisch bekommen habe, weil ich halt auch der Meinung war, wie man das so kennt, wenn ich es mache, weiß ich, dass es richtig ist, was ein großer Fehler ist. Und das war natürlich dann auch wichtig, Wege zu finden, um Arbeiten abzugeben, damit ich mich im Prinzip auf wichtige Themen konzentrieren kann. Ja, bevor wir das Coaching gemacht haben, fehlten mir einfach die Wege, die mir einfach mal jemand von außen aufzeigt, auch Tools an die Hand gibt, mit denen man halt auch leichter arbeiten kann. Und das haben wir auf jeden Fall mit A&M dort perfekt gefunden. Ja, mehr Unterstützung habe ich benötigt. Das habe ich dadurch gemerkt, dass ich mich eigentlich wie so ein Hamsterrad bewegt habe und einfach keinen Blick für neue Sachen oder nach außen gehabt habe und habe aufgrund dessen die Hilfe, sage ich jetzt mal so, angenommen, um dort neue Wege aufgezeigt zu bekommen, neue Ideen vor allen Dingen, die man umsetzen kann, was einen dann auch letztendlich mehr Freude macht an der Arbeit, weil das war vorher nicht so. Da hat man sich schon viel zu viel Gedanken gemacht, wie geht es überhaupt weiter. Und ich sehe jetzt schon im Ziel, sage ich mal, dass man ein bisschen aus diesem Hamsterrad rauskommt, um einfach sich auf wichtige Aufgaben zu konzentrieren. Ja, die Bedenken mit dem FSC zu starten waren einfach dahingehend, erstmal ein Vertrauen zur A&M zu finden. Können die mir weiterhelfen mit meinen Problemen, die ich hier intern habe? Kann ich meine Probleme auch nach außen tragen? Und das hat eigentlich mit mehreren Gesprächen mit Alex zusammen mir ganz schnell Vertrauen geschaffen, wo ich dann auch gesagt habe, okay, das werden wir zusammen umsetzen. Das ist eine gute Partnerschaft. Ne? Ja, gestartet sind wir ja mit dem Mitarbeitergewinnungsprogramm bei der A&M. Und das Coaching kam dann im Prinzip im Laufe der Zeit mit dazu, wo wir dann viele Sachen auch umsetzen konnten. Mittlerweile sind wir seit fast 3 Jahren Partner der A&M und können da auf eine gute Zusammenarbeit zurückschauen. Ich habe mich für das Coaching entschieden, weil das Gesamtpaket einfach gepasst hat. Angefangen erstmal von der Vertrauen zu den Personen selber bis hin zu den Strukturen, die sie anbieten für die Umsetzung des Coachings. Das sind leichte Strukturen, leichte, übersichtliche, erkenntliche Strukturen, viele Vorgaben,
die man leicht umsetzen kann. Und bei Problemfällen kann man natürlich dann auch auf die Mannschaft zurückgreifen und die helfen einem dann auch schnell weiter. Ja, M hat uns viele Lösungsvorschläge, angefangen von in der Vertriebsschiene, aufgezeigt, wie man besser im Vertrieb arbeiten kann, bis hin nachher zu den Ausführungen der Montageabteilung, einfach die innere Strukturen, dass die Arbeitsabläufe besser angepasst sind und dann auch natürlich die innere Zufriedenheit der Mitarbeiter, die ja sehr wichtig ist, auf jeden Fall sich erhöht hat. Die A&M und ihr Coaching kann ich auf jeden Fall jedem weiterempfehlen, der seine Firma selber optimieren möchte und das Ziel hat, selber, wie ich es festgestellt habe, aus diesem Hamsterrad rauszukommen. Hier wird einem in jedem Bereich weitergeholfen. Egal, ob das in der Vertriebsschiene ist, in der Optimierung der Arbeitsprozesse und Arbeitsabläufe, der Mitarbeitergewinnung, auch ein großes Thema. Bei A&M ist man da bestens aufgehoben.